Lebe doch hier eigentlich die ganz hartlich und heute die Welt kommt, das ist eine Karte Bibelbetrachtung. Für nun lese ich Johannes das 5. Kapitel, der Vers 41 bis 47. Da sage ich dort, ich sehe nicht von Menschen, je ihr zu wahren. Aber ich kann jüdern weit, dass je Gott sein Leben nicht im Hort haben. Ich kann in mein Vater seinen Namen und je nehme mich nicht ab. Aber wenn ein anderer in seinen einen Namen kommt, den will ich abnehmen. Wo könnt ihr leben, wenn ihr die Ehe einer vom anderen nehmt? In der Ehe nicht sicher, der von dem einzigen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich jünd beim Vater verklärt war. Als einer, der jünd verklärt, und dort ist Moses ab den Jehova. Wenn ihr Moses glaubte, wo ihr mir auch glaubt, wird er schreiben von mir. Aber wenn die seine Schriften nicht leben, wo wollt ihr da meine Wirt leben? So hier so redet Herr Jesus sehr direkt und auch harte Wirt der Menschen, die am Tau hier. Und er bringt dort zum Ausdruck, was er glaubt, was das Schlimmste ist, woran die Menschen wirklich sind, leidet und was am in der ewige Verdammnis bringt. Das meint, dass sein Wort rebellisch ist, zum Glauben, was Gott gesagt hat. So wird es in des Text. Die Menschen, die den Herrn Jesus taugierten, behaupten, dass sie Glauben taten. Dass sie die alttestamentliche Schriften glaubten. Sie beten, sie bekannten diesen Gott, sie gingen zum Gottesdienst. Sie versuchte alles zu tun, was ihre Religion entzieht. Aber Jesus gibt ihnen das Zeugnis, dass sie die wahre Leib zu Gott nicht in ihr Wort hören. Die wahre Leib wird sich darin wiesen, dass sie am Glauben wurde. Und da wird die einzige Weg, wo sie leben und sich können haben. Sie behauptet zwar, die alttestamentliche Schriften zu glauben, Moses zu glauben, ab den sie hobte, weil Jesus sieht, dort ist jede, die von mir Zeugnis gegeben hat, die von mir geschrieben hat. Wenn ihr am glaubt, wird ihr auch mich glauben. Und das weiß er an Glauben und er hört. Liebe Tochira, glaube ich die Bibel wirklich so, als was da steht? Und lebt das Glaube in uns, dass er uns Leben verändert, dass wir ganz durch ein Bühl. Wie soll er uns proben? Herr Jesus sagt, ich sehe mein Vater sie nach mir kommen, und sie haben mich nicht abgenommen. Sie halten mich nicht willkommen. Da werden andere kommen und sie nehmen, den will ich abnehmen. Das meint, wenn wir den Glauben an Jesus nicht in uns Wort haben, sei wie ob, andere abzunehmen, andere Messias, andere Propheten, andere Lehrer, Menschen, die Erlösung anbieten. Und es gibt so viele Menschen und so viele Lehrer, die Erlösung anbieten. Es gibt die körperliche Gesundheit versprechen, es gibt die Reichtum versprechen. Und viele, viele andere. Und viele Menschen gleiben ernt und gehen ernt hingeran. Weil wir doch hier, wenn wir die Leib zu Gott und die Jesus in uns Wort haben, dann haben wir uns Black up angerecht. Mach dort zu sein. Lieber vor dem Himmel, wir danken dir für diese neue Maria. Wir danken dir dafür, dass deine Wut zu uns redet und dass es immer wahrer nur uns kommt. Hab uns den Wort zu verstehen und von heute gehorsam zu sein. In Jesus' Namen. Amen.